Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist... Ja. Bei Shakespeare heiße ich Laertes, bin Ophelias Bruder und war Hamlets Jugendfreund. Jetzt bin ich Herbert. Herbert von Pohl. Seit damals bin ich nicht mehr in diesem Haus gewesen. Seit damals, als hier die schrecklichen Dinge geschahen. Mein Vater lebte noch. Haus Claudius steht leer seitdem. Man kann kaum begreifen, dass hier einmal Menschen gelebt haben. Glückliche Menschen. Und unglückliche. Johns Rückkehr war der Anfang. Damals wusste noch niemand etwas von der schweren Schuld, die auf uns allen lastete. Ich bin John Claudius. Könnten Sie diese Dinge... Junge. Mein Junge. Ich war am Flugplatz, als Sie angekommen sind. Ich wollte Sie als Erste sehen, vor allen anderen. Aber ich war doch ein Fremder. Sie? Nein. Sie waren immer schon da, immer schon. Meine kleine Schwester war damals noch bei uns und noch glücklich. Tja, hätten wir damals gewusst, wie Johns Vater ums Leben gekommen war, vielleicht wäre alles ganz anders geworden. Ich kam erst nach meines Vaters Tod zurück. Zum Ende von allem. Zum unabwendbaren Ende. P ist fort. Einfach fort. Sie hat sich nicht einmal angezogen. Ja, 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 aber warum träume ich Mord? Ausgerechnet Mord. Paul! Manchmal denke ich, er ist verrückt, nicht deine Tochter. Kann ich bitte die Schlüssel zu Vaters Safe haben? Gib mir den Schlüssel. Den Schlüssel. Man hat nie wieder etwas von John gehört. Und dieses Haus ist tot seitdem. Und alle Schuld ist ausgelöscht. Und der Rest ist Schweigen.